Tada! Wir haben Neuigkeiten. Wir haben uns einen Landy gekauft, einen Defender 110, TD4, Baujahr 2009. Und in den nächsten Videos können wir uns dabei zuschauen, wie wir den innen zu einem Expeditions- und Reisemobil umbauen. Guten Morgen. Ein wunderschöner Morgen wieder. Heute geht es weiter mit dem Land Rover Um- und Ausbau oder erstmal mit Ausbau. Heute werden wir das ganze Interieur noch rausreißen, alles Dämmmaterial, Fußmatten, damit wir dann eine neue Schallisolierung und auch eine Wärmedämmung einbauen können. Letzte Nacht war es richtig schön kalt, 4,5 Grad, darum minus 4,5 Grad, darum heute Schälchen, Jacke an. Und man sieht es hier auch vielleicht noch, hat sogar heute Nacht geschneit. Wir haben heute auch noch eins machen, und zwar die große schöne Transportkiste von Big Country. Ein wunderbares Ding. Die bauen wir hinten aus, weil sonst Katja ist ganz fleißig. Hallo! Weil wir sonst, wenn wir hier drauf sitzen wollen, dann ist das alles ein bisschen zu hoch. Da kann man nicht wirklich sitzen. Dann werden wir alles tiefer legen. Ungefähr so auf die Höhe. Und dafür muss das hier eben raus. Der Landy wird entkernt. Komm, Katja. So. Jetzt bald ist er leer. Sehr schön. Nach fast 3 Stunden Arbeit ist das jetzt hier die Ausbeute. Alles, was ich da jetzt noch rausgeholt habe aus dem Landy. Ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie hier sehen. Die Innenverkleidung hinten rechts und links. Aus den Fenstern liegen hier die ganzen Teppichböden da hinten. Und Sicherheitsgurt und alles andere natürlich auch. Nachdem wir jetzt nun die ganzen alten Teppiche entfernt haben und die Kleberrandreste, die unter die den Teppich festhielten, sich aber partout nicht entfernen ließen, weder mit Klebebandlöser oder Klebereste-Entferner noch mit Aceton oder einem Heißluftföhn, haben wir uns dazu entschieden, die verbliebenen Teppichunterseite, Flusen und Haare mit dem Rasierer so gut wie es ging zu rasieren und zu entfernen. Ging eigentlich auch ganz gut. Klebebandrest lassen wir dann jetzt so drauf. Gesaugt ist er auch. Also vorbereitet für die weitere Grundausbau-Vorarbeit mit Alubutyl und Hammerflex. So, jetzt putzen wir noch hier in den Ecken. Hier und hier. Weil dann alles noch richtig schön vermodert ist und verstaubt und versifft. Dann nehmen wir jetzt mal ein Schwämmchen und ein Eimerchen heißes Wasser. Und dann machen wir noch die letzten Vorbereitungsarbeiten. Until the morning rise, maybe I can't sleep. So, jetzt kommt noch eine letzte Vorbereitung. Und zwar haben wir natürlich noch ganz viele Löcher hier drin von den alten Sachen, die hier eingebaut waren. Und damit wir die dicht kriegen, habe ich die gerade schon mal hier ein bisschen mit einer kleinen Drahtbürste angeraut. Alle Löcher wieder trocken gewischt und dann nehmen wir jetzt einen schwarzen Primer, kleines Pinselchen, da werden wir die erstmal mit vorbehandeln, damit wir sie nachher mit Sikaflex schön dicht machen können. Und dann machen wir jetzt. Baby, I can't talk.
jetzt noch ein paar Löcher von und dann machen wir gleich weiter mit dem Abdichten mit Sikaflex. Bis gleich. Schön behandelt. Kann nichts mehr passieren. Und jetzt mit einer Tube Sikaflex. Von außen habe ich noch Panzerband vor die Löcher geklebt, damit mir halt nicht alles hinten direkt rausläuft. Und dann fangen wir jetzt mal an.